Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von panzer-universum.de mit den Breaking News. Am vergangenen Wochenende, dem 24.02.2023, ein Jahr nach dem Beginn des Ukraine-Konfliktes, wurden die ersten vier Leopard 2A4 durch die polnische Regierung an die Ukraine übergeben. Dazu sind zahlreiche Bilder und Videos aufgetaucht. Dabei ist zu sehen, dass die bisherigen Hoheitsabzeichen der Leopard 2 Kampfpanzer entfernt wurden. Diese stammen aus polnischem Besitz. Dies ist die erste einer Reihe von Panzerlieferungen westlicher Bauart, die jetzt begonnen haben. Mit dem ersten Kampfeinsatz der Leopard 2 dürfte es aber wohl noch ein paar Tage dauern, bis genügend Fahrzeuge das ukrainische Militär erreicht haben. Anhand der Soldaten mit den dunklen Uniformen und ihrem Einheitenemblem können Rückschlüsse gezogen werden, an welche Einheit die Panzer gehen. Dabei dürfte es sich wohl um die 4. unabhängige Panzerbrigade Ivan Wiechowski handeln. Diese Einheit ist aktuell im Raum Sloviansk Kramatorsk stationiert und ist bisher mit dem T-64 und T-72 ausgestattet. Polen gehört zu den größten Unterstützern der Ukraine und hat bis heute rund 300 Kampfpanzer der Reihe T-72 an das ukrainische Militär übergeben. Nicht nur Polen liefert einiges militärisches Gerät an die Ukraine, sondern auch Deutschland. Deutschland hat die Lieferung seiner Leopard 2A6 Kampfpanzer in den letzten Tagen von 14 auf 18 Panzer erhöht. Die ersten Panzer aus Deutschland dürften im März geliefert werden. Nun hat sich auch Schweden dazu bereit erklärt, Leopard 2A5 bzw. Stridswagen 122, wie sie in Schweden betitelt werden, zu liefern. Der Stridswagen 122 sieht dem Leopard 2A6 recht ähnlich aus, ist jedoch nicht mit der verlängerten 120mm Glattrohrkanone RH-120L55 ausgestattet, sondern der L44 wie bei dem Leopard 2A4. An Feuerkraft wird es dem Panzer aber dennoch nicht mangeln. Zudem dürfte diese Variante auch stärker gepanzert sein, da Schweden bei seinen Fahrzeugen das größere Rüstungskit von KMW geordert hatte. Auf diesem Weg werden nun zwei komplette ukrainische Panzerbataillone mit dem Leopard 2 Kampfpanzer ausgestattet. Diese Panzerbataillone werden sehr wahrscheinlich bei der bevorstehenden Offensive zur Rückeroberung der ukrainischen Gebiete verwendet. Das war es wieder mit den Breaking News von panzer-universum.de.